Die Stummschaltung ist aktiviert. Aha. Der Mickey muss ich natürlich. Die Stummschaltung ist aufgehoben. Okay, ich mache mich auch noch stumm und dann drücke ich auf Aufnahme und dann das. Okay. Ja, wir haben das eben ja schon ein bisschen eingeprobt. Einige haben es schon gesagt, der Herr ist auferstanden und die Antwort dann, er ist wahrhaftig auferstanden. Und bei manchen hat man es gehört, bei manchen hat man es nicht gehört. Es ist ja auch eine merkwürdige Situation, in der wir uns befinden, so zu Hause vor den Computern. Eine Freundin hat mir neulich erzählt, es war das erste Mal, dass sie live in einem Gottesdienst sich die Fußnägel lackiert hat, weil man uns ja nur bis hierhin eben sieht. Aber auf jeden Fall, der Herr ist auferstanden, er ist wahrhaftig auferstanden. Das ist der Gruß von aller Christen von alters her am Ostersonntagmorgen. Also, herzlich willkommen zu diesem virtuellen Gottesdienst in Corona-Zeiten. Die Kirchengebäude sind zwar geschlossen, aber die Kirche an sich ist natürlich nie geschlossen, denn die Kirche ist kein Gebäude, sondern die Kirche, das sind wir. Wir, die wir versammelt sind. Und wir finden immer wieder andere Formen, um trotz aller Widernisse miteinander verbunden zu bleiben. Also darum noch einmal unser gemeinschaftlicher Gruß, der Herr ist auferstanden und ihr dürft jetzt zu Hause leise mitmurmeln, ich schaue genau, ob eure Lippen sich bewegen. Er ist wahrhaftig auferstanden. So ist es. Ja, herzlich willkommen auch zum letzten Teil meiner dreiteiligen Miniserie, das Nazareth-Programm mit dem Messias gegen den Pessimismus. Und auch diese Predigt handelt wieder von den Taten und Handlungen, zu denen Gott uns in dieser Welt und in unserem persönlichen Alltag berufen und befähigt hat. Der Herr ist auferstanden. Das ist im Kern die frohmachende Botschaft, die den Pessimismus überwindet, weil der Tod verschlungen ist und keine Macht mehr hat, auch wenn wir real noch sterben können. Tod und Auferstehung Jesu sind die zentralen Aussagen des Neuen Testaments und der ganzen Jesus-Geschichte. Das sehen wir zum Beispiel am ältesten Text des ganzen Neuen Testaments, nämlich 1. Korinther 15, Vers 3 bis 7. Und wenn du zu Hause eine Bibel griffbereit hast, dann kannst du das schnell aufblättern und mitlesen. 1. Korinther 15, Vers 3 bis 7, der sagt genau das aus. Dieser Text ist ein liturgischer Text. Das heißt, das sind Worte, die die alten Christen so oft in Gesprächen und Auseinandersetzungen gesprochen haben, dass er sich irgendwann verdichtet hat zu einem Bekenntnis, das immer wiederkehrend im Gottesdienst gesprochen wurde, damit es niemand vergisst und damit jeder neu dazugekommene sofort verstand, worum es bei den Christen eigentlich geht. 1. Korinther 15, Vers 3 bis 7 ist die Antwort auf die Frage, worum es bei der ganzen Jesus-Geschichte geht und warum man nur auf diese Idee kommen kann, einen am Kreuz Hingerichteten anzubeten. Einen älteren Text als diesen gibt es im ganzen Neuen Testament nicht. Das ist der Ursprung, der Kern, um den sich alles andere dreht und von dem alles andere ausgeht. Er steht innerhalb eines größeren Kapitels, nämlich dem Kapitel 15, 1. Korinther 15. Das ist übrigens das Kapitel, in dem auch drin steht, dass man sich für Tote taufen lassen kann. Das ist eigentlich eine geniale Möglichkeit, seine unbekehrte Verwandtschaft mit in den Himmel zu nehmen, die aber heute kein Pastor und keine Kirche mehr anbieten. Tja, also wenn du das gerne nutzen möchtest, dann müsstest du das wahrscheinlich mit dir selber alleine machen, ja, oder vielleicht mit mir zusammen. Doch was steht da jetzt eigentlich drin in diesem ältesten Kernstück des Neuen Testaments? 1. Korinther 15, Vers 3 bis 7. Denn ich habe euch vor allem überliefert, was ich auch empfangen habe. Dass Christus für unsere Sünden gestorben ist nach den Schriften und dass er begraben wurde und dass er auferweckt worden ist am dritten Tag nach den Schriften und dass er Kephas erschienen ist, dann den Zwölfen.
Danach erschien er mehr als 500 Brüdern auf einmal, von denen die meisten bis jetzt übrig geblieben, einige aber auch entschlafen sind. Danach erschien er Jakobus, dann den Aposteln allen. So, das ist es. Und das kann eigentlich niemand mehr bestreiten und tut das auch nicht. Jesus hat gelebt, er ist als Wunderheiler und Prediger mit Freunden und Anhängern durch die Gegend gezogen, dann ist er als politischer Aufrührer hingerichtet worden und 3 Tage später laufen über 500 Menschen in Jerusalem herum und erzählen, sie hätten Jesus lebendig gesehen, obwohl sie das den Kopf hätte kosten können. Wenn dieses wichtige Ereignis nicht stattgefunden hätte, dann könnten alle Christen ihre Koffer packen. Paulus drückt das in 1. Korinther 15, Vers 14 so aus, ist aber Christus nicht auferstanden, so ist unsere ganze Predigt total vergeblich und auch euer Glaube ist dann vergeblich. Alles, woran wir glauben, auf das wir vertrauen und nachdem wir unser Leben ausrichten, basiert darauf, dass Jesus lebt und den Tod überwunden hat. Trotzdem ist das nicht immer die allgemeine Erfahrung aller, die heute Morgen hier versammelt sind. Nicht allen geht es heute Morgen gleich gut. Nicht alle befinden sich auf des Lebens Siegerstraße, auf der Auferstehungsstraße sozusagen. Manche haben in diesem Augenblick Schmerzen. Und andere zweifeln vielleicht sogar auch an der Realität Gottes überhaupt. Und oft wissen wir gar nicht genau, wie wir zu dieser heilsamen Erfahrung der Auferstehungskraft kommen sollen. Gott will aber, dass alle Menschen gerettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Also muss diese beste Botschaft der Welt irgendwie zu den Menschen kommen. Und das geschieht nur nicht per Zaubertrick, ohne unser Zutun, sondern das passiert durch uns, durch dich und durch mich. Und der dritte Außendienst des Nazareth-Programms ist darum, für Gefangene öffentlich die Freilassung ausrufen. Worum geht es in diesem Dienst? Ist es die Predigt? Das, was ich jetzt gerade mache, oder ist es die Evangelisation, oder ist es das Zeugnis geben? Was auch immer es ist auf jeden Fall etwas, mit dem ich aus mir herausgehe. Das deutet das öffentliche Ausrufen an, das laute Schreien. Aber dann fragt man sich natürlich, soll es vielleicht so sein wie auf manchen Straßenevangelisationen, wo sich die Prediger die Seele aus dem Leib schreien? Oder vielleicht so, wie es bei einem Freund von mir gewesen ist, der hatte sich Jesus in einem Gebet anvertraut und derjenige, der mit ihm gebetet hatte, sagte, so, damit das jetzt feste Wurzeln bekommt, gehen wir jetzt gleich raus und suchen eine Gelegenheit, wo du Jesus als deinen Herrn öffentlich bekennen kannst. Und dann sind sie rausgegangen und sind an ein Fußballfeld gekommen, wo gerade ein Spiel lief. Und mein anderer Freund sagte dann zu meinem frisch bekehrten Freund, perfekt, da schreist du jetzt ganz laut in die Menge, dass Jesus dein Herr ist. Das ist meine Herausforderung. Er hat es jedenfalls dann auch getan. Und ich kann euch sagen, danach ist ihm nie wieder in seinem ganzen Christenleben bis heute irgendetwas peinlich gewesen. Die Leute haben zumindest mitbekommen, dass er frei von jeglichen Hemmungen ist und dass er auch keine Angst mehr hat, sich zu blamieren, dass also irgendetwas mit ihm passiert ist. Aber man weiß natürlich nicht genau, ob sie auch mitbekommen haben, dass die Möglichkeit der Freiheit für sie selbst besteht. Und das ist aber eigentlich die spannende Frage, die sich an diesem Punkt stellt. Kriegen die Menschen denn durch unsere Aktionen und Handlungen auch etwas davon mit, dass es auch für sie selber eine Möglichkeit wäre? Und hier in diesem dritten Dienst des Nazareth-Programms geht es sozusagen genau darum. Es geht darum, um die Frage,
ob Menschen das mitbekommen können. Und es geht um Menschen, die im Exil leben. Und es geht um Menschen in der Verbannung, die an einem Ort leben, wo sie nicht hingehören und wo sie nicht freiwillig sind und die immer wieder Dinge tun, die sie eigentlich nicht tun wollen. Und wir sollen genau diesen Menschen nachhaltig dienen. Das ist genauso wie in den ersten beiden Diensten des Nazareth-Programms. Im ersten Dienst waren es ja die Heimatlose, die nirgendwo dazugehören. Das habe ich beim letzten Mal gepredigt. Im zweiten Dienst wären es Beschädigte gewesen, die wie rissige Zisternen das Wasser nicht halten können, wenn ich das bei euch gepredigt hätte. Und jetzt heute sind es Gefangene, die nicht einfach frei dahin gehen können, wo sie hingehen wollen. Und da steht dann im Hebräischen, ihr seht es auf der Folie, Likro Lishbuyim Doror. Drei ganz einfache Worte. Und doch haben sie es in sich, wenn man genauer hinschaut. Da schwingen Dinge mit, die man nur mitbekommt, wenn man Muttersprachler ist, was wir ja leider nicht sind. Und deswegen muss man bei den Dingen aus der Bibel immer wieder graben und es sich erklären lassen. Und ich will euch heute Morgen gerne auch wieder das zur Verfügung stellen, was ich bei meiner Grabung, bei meiner Schatzsuche gefunden habe und welche Assoziationen das in mir geweckt hat. Ich habe mir folgende drei Fragen gestellt, weil es ja eben auch drei Worte sind, die hier stehen. Gefangenen, Freilassung, Ausrufen. Erstens, wer sind eigentlich diese Gefangenen? Worin besteht ihre Gefangenschaft? In welchem Gefängnis sind die gefangen? Zweitens, was bedeutet Freilassung? Und drittens, was bedeutet dieses Ausrufen? Was sollen wir da genau tun? Und wo ist die Grenze? Oder gibt es überhaupt eine Grenze? Wenden wir uns also der ersten Frage zu. Wer sind die Gefangenen, von denen hier gesprochen wird? Worin besteht ihre Gefangenschaft? Und in welchem Gefängnis sind die eigentlich gefangen? Und das hebräische Wort dafür heißt Shabbat. Und es bedeutet in die Gefangenschaft weggeführt werden. Bei den Hörern damals lässt das Wort den ganzen Themenkreis der jüdischen Exile anklingen. Man sieht endlose Tracks von Menschen vor sich, wenn man Shabbat hört. Menschen, die beladen sind mit dem Notwendigsten ihres Hab und Guts, beziehungsweise dem, was sie gerade so tragen können und was sie in der Eile des Aufbruchs mitnehmen konnten. Wir kennen solche Bilder heute auch wieder aus den Nachrichten. Und diese Bilder, die wir da in den Nachrichten sehen, die können wir jedenfalls gedanklich mit diesem Wort Shabbat verknüpfen. Man muss sich allerdings noch bewaffnete Soldaten hinzudenken, die diesen Treck der Gefangenen begleiten und die Menschen antreiben und sie bewachen. Also in diesem Sinne wären es eher die Bilder aus dem Dritten Reich von Eisenbahnwaggons und Todesmärschen, die da bei diesem Wort Shabbat mitschwingen, weil es eben nicht um Flüchtlinge, sondern es um Gefangene geht. Theologisch betrachtet ist die Urgestalt der Gefangenschaft oder der Verbannung die Vertreibung des Menschen aus dem Paradies. Diese Vertreibung leitet den Verlust aller Freiheit ein. Der Verlust der Freiheit ist die Auswirkung des Ungehorsams gegen Gott und ist im Grunde genommen genau das Gegenteil von dem, was der Mensch sich durch die Abkehr von Gott eigentlich an Freiheit bis heute nehmen wollte und will. Und das sind die Adressaten des dritten Dienstes. Um diese Grundbefindlichkeit geht es. Und die gute Nachricht in all dem ist, dass diese Menschen noch nicht endgültig in einem festen Gefängnis sind. Sie sind auf dem Weg. Alles ist in Bewegung. Sie sind auf dem Weg vom Paradies hin zur ewigen Verdammnis, wo sie dann endgültig verloren werden. Aber noch sind sie nicht da. Noch leben sie. Sie sind zwar Gefangene, aber solange ein Mensch noch atmet, ist er noch nicht endgültig verloren. Und das ist ein möglicher Blick, den Gott uns hier in diesem Vers anbietet, mit dem wir auf die Menschen um uns herum
schauen sollen, auf die Menschen, die in unserer Nachbarschaft leben und die noch nicht zu Jesus gehören. Sie sind gleichsam auf dem Weg in ein endgültiges Gefängnis und sie werden bewacht. Das heißt, es nutzt also wenig, darauf zu warten, dass sie aus dem Gefangenentreck ausbrechen, dass sie fliehen können und dann etwa zu uns kommen, sondern wir müssen zu ihnen hingehen, wenn wir ihnen etwas sagen wollen. Und da der Gefangenentreck die ganze Zeit in Bewegung ist, müssen wir eine ganze Weile mit ihnen mitgehen, neben ihnen hermarschieren, während wir ihnen etwas sagen. Und zwar müssen wir mit ihnen mitgehen in die falsche Richtung. Weg von der himmlischen Heimat, auf das Gefängnis zu. Das ist das Bild, das hier in Jesaja 61 gezeichnet wird. Es geht nicht darum, hinterher zu rufen und sagen, huhu, kommt doch mal zu uns, sondern es geht darum, mitzugehen. Auch wenn es bedeutet, in die falsche Richtung mitzugehen. Denn es besteht Hoffnung. Es besteht Hoffnung. Die Gefangenen haben die Fähigkeit, umzukehren. Denn das Wort Shabbat kommt etymologisch von dem Wort Schub. Und die beiden Wörter haben sprachlich und inhaltlich etwas miteinander zu tun. Und Schub bedeutet zurückkehren, umkehren, Buße tun. Da ist eine Bewegung drin. Und in der Mitte der Nacht liegt der Anfang eines neuen Tages. Und in der Mitte der Gefangenschaft liegt die Möglichkeit zur Befreiung. In der Mitte des Wortes Shabbat, in die Gefangenschaft weggeführt, liegt der Anschub zur Freiheit, liegt das Wort Schub. Aus der Gefangenschaft zurückkehren in die Heimat. So, das führt uns zur zweiten Frage. Was bedeutet eigentlich Freilassung? Und da haben wir wieder ein ganz besonderes Wort. Das ist jetzt ein Wort, das kommt insgesamt nur 9-mal in der ganzen Bibel vor. 9-mal. Das ist das Wort Dror. Und das Wort Dror spricht von einer schnellen Bewegung. Von etwas, das ganz spontan irgendwo raussprudelt. Und in diesem Sinne kommt es dann zu der Übersetzung Freiheit, etwas freilassen. Im Psalm 84, Vers 4 und in Sprüche 26, Vers 2 heißt das Wort Dror ganz einfach Schwalbe, wilde Taube, Sperling oder einfach Vogel. Das Bild, das dieses Wort an diesen Stellen malt, hat also etwas mit freier Bewegung zu tun, mit Fliegen. In 2. Mose 30, Vers 23 geht es dann um das Fließen, und zwar konkret um das Fließen von selbst ausgeflossenem Myrrheharz. Also nicht, dass man erst irgendwo anritzt, damit was rauskommt, sondern selbst ausfließendes Myrrheharz, mit dem Mose das Zelt der Begegnung und die Lade des Zeugnisses salben sollte. Er sollte es also nicht mit etwas salben, nachdem er vorher irgendwelche Verletzungen irgendwo angebracht hat, sondern er sollte dazu selbst ausfließendes Myrrheharz verwenden. Und hier malt das Wort Dror also das Bild davon, dass etwas wieder in den Fluss kommt und sprudelt und nicht künstlich kanalisiert wird. Und in der Bedeutung Freilassung, Freiheit ausrufen, kommt es dann schließlich in 3. Mose 25, 10, Jeremia 34, 8, 15 und 17, Hesekiel 46, 17 und eben in Jesaja 61, 1 vor unserem heutigen Predigttext. Und es geht eben, ich nenne diese ganzen Stellen deswegen und was diese Wörter bedeuten können, weil es beim Hebräischen, im Alten Testament geht es immer um das Bildhafte in den Wörtern, die dort vorkommen. Dieses Bildhafte, das müssen wir ergreifen, wenn wir verstehen wollen, was da alles mitschwingt und worum es da eigentlich geht. Es geht also um die Freiheit der Bewegung. Es geht nicht um die Richtung der Bewegung. Es geht nicht
um die Richtung der Bewegung, sondern um die Freiheit der Bewegung an sich. Dass Bewegung also grundsätzlich möglich ist. Man darf natürlich vermuten, dass sich die Richtung der Bewegung ganz allgemein gesprochen von dem Gefangenentreck weg bewegt. Und man hat diese Bilder ja schon gesehen, wenn die Gefängnistüren der Waggons und Karren auf solchen Gefangenentrecks sich öffnen, dann strömen die ersten Gefangenen noch zaghaft heraus, schauen sich vorsichtig um, können es kaum glauben. Aber wenn man dann merkt, dass es klappt und dass auch gar keine Wachen mehr da sind, die einen an der Bewegung hindern wollen, dann strömen die nächsten Gefangenen sehr schnell heraus und eine schnelle fließende Bewegung entsteht. Und dann passiert aber oft etwas ganz Merkwürdiges. Nach einer Weile stockt dieser Fluss der schnellen Bewegung wieder und man fragt sich, was ist denn jetzt los? Woran liegt das, dass das jetzt nur noch so tröpfelt? Die hinteren Gefangenen, die hinten im Wagen gestanden haben, die haben das nicht alles so genau mitbekommen. Oder es kommt zu solchen Szenen, wie man sie bei der Befreiung von Konzentrationslagern beobachtet hat. Einige der Gefangenen blieben auch nach der Befreiung im Lager zurück. Die konnten es zum einen noch gar nicht so richtig fassen, dass sie jetzt frei waren. Andere wiederum wussten nicht so genau, wohin man in der Freiheit denn nun gehen sollte, weil der Gefangenentransport sie so weit weg von ihrer Heimat gebracht hatte. Wenn man zu lange Zeit im Gefangenentreck mitgelaufen ist, sind genau das die Fragen, die die Menschen haben. Wo soll man denn jetzt hingehen? Wie lebt man eigentlich da draußen? Was tut man da? Und da braucht man niemanden, der einem von weit weg schlaue Sprüche zuruft, sondern da braucht man jemanden, der in der Nähe die Hand ausstreckt und dem man sich anvertrauen kann. Die Freiheit kann nämlich auch beunruhigend sein. Aber davon würde dann der Teil dieser Predigtreihe handeln, in dem es um die Öffnung des Kerkers geht. Ihr seht schon, ich mache immer ein bisschen Werbung dafür, dass ihr auch noch andere Teile dieser Serie hören wollt. Aber wir kommen jetzt erstmal zu der Frage, was passiert, wenn wir auf so einen Gefangenentransport stoßen und uns vielleicht schon dazu entschlossen haben, eine Weile mit dem Treck mitzuziehen und die Menschen zu begleiten. So, wie kommt jetzt die Botschaft von der Freilassung in die Aufmerksamkeit dieser enttäuschten, entmutigten, zerschlagenen, besiegten Gemüter hinein? Und das hebräische Wort dafür heißt Kara. Und Kara bedeutet grundsätzlich durch den Laut der Stimme die Aufmerksamkeit jemandes auf sich zu ziehen, um mit ihm in Kontakt zu kommen. Also durch den Laut der Stimme die Aufmerksamkeit von jemandem zu erregen, um mit ihm in Kontakt zu kommen. Dritte Frage also, was bedeutet dieses Ausrufen? Was sollen wir da genau tun und gibt es da eine Grenze und wo ist sie dann? Das hebräische Wort kara meint tatsächlich ein lautes, von jedermann vernehmbares Schreien. Irgendwie muss man ja Aufmerksamkeit erregen. So, hier können wir an diesem Punkt sehr viel von fröhlichen Marktschreiern lernen. Wenn du also irgendwann mal wieder auf den Wochenmarkt gehst, wenn das nach dem Shutdown, dann musst du dir das einfach mal anhören, wie die das so machen. In der Zwischenzeit gibt es auch tolle Videos, wo man das sehen kann, wie so Marktschreier das machen. Achtung, es kommt ein Fisch geflogen auf dem Weg in die Bratpfanne. Hoffentlich verbrennen sie sich nicht die Finger. Ja, so geht das so. Sei einfach skurril, sei exzentrisch. Natürlich so weit, wie es dir jetzt persönlich auch möglich ist. Aber errege Aufmerksamkeit, mach irgendwas anders. Es gibt da so ein wunderbares Buch, das heißt ganz einfach Fisch, von dem ich mir diese Szene, die ich da eben genannt habe, abgeguckt habe. Und das kam mir jedenfalls gleich in den Sinn, dieses Buch,
als ich an diesem Punkt in der Vorbereitung war. Und in diesem Buch wird der Pike Place Fischmarkt in Seattle beschrieben als Ausgangspunkt für eine ganze Motivationsphilosophie. Und ich meine, dass wir Christen auch eine Menge davon lernen könnten, wenn es darum geht, Gefangenen Freilassung auszurufen. Und die Fischphilosophie besteht aus vier ganz einfachen Prinzipien. Die kann man sich ganz einfach merken und vielleicht nochmal mitschreiben, wenn ihr einen Zettel und einen Stift zur Hand habt. Erstens, spiele. Spiele und hab Spaß an dem, was du tust. Zweitens, bereite anderen eine Freude mit dem, was du tust. Drittens, sei präsent. Sei ganz da. Sei nicht mit Gedanken schon wieder ganz irgendwo anders und bei deinem nächsten Projekt, sondern sei präsent in diesem Augenblick und an diesem Ort und bei diesem Menschen, mit dem du gerade zu tun hast. Und viertens, entscheide dich immer wieder neu für eine positive, hoffnungsvolle Einstellung. So, da kann man ja mal diese vier Punkte kann man ja mal als Raster über all das legen, was wir so tun, wie wir evangelisieren, wie wir vom Glauben erzählen und kann irgendwie mal schauen, ob das zusammenpasst oder wo wir da noch ein bisschen Veränderungsmöglichkeiten auch für uns selber haben. Also erstens, spiele und hab Spaß an dem, was du tust. Zweitens, bereite anderen eine Freude mit dem, was du tust. Drittens, sei präsent. Und viertens, entscheide dich für eine positive Einstellung. Und genau so, glaube ich, funktioniert auch der dritte Dienst des Nazareth-Programms. Es geht darum, laut zu sein, aber auch darum, authentisch und fröhlich zu sein. Ihr Lieben, Menschen von Gott zu erzählen, ist kein Schicksal, das über dich verhängt ist. Es ist eine Berufung. Es steckt in dir. Es ist kein unabänderliches Schicksal, das irgendwer gemeinerweise über dich verhängt hat, sodass du das jetzt tun musst, sondern es ist unsere Berufung. Es ist deine Berufung. Es steckt in dir. Es steckt in mir. Es steckt in uns drin und will raus. Ich muss sagen, wir haben uns immer sehr wohl auf der Straße gefühlt, als wir jahrelang mit unseren Jugendlichen im Christlichen Zentrum Frankfurt jede Woche auf der Zeil waren. Warum haben wir uns wohlgefühlt? Weil wir den Jugendlichen gesagt haben, dass es nicht in erster Linie darum geht, Bekehrungen zu erzielen, sondern dass es in erster Linie darum geht, Gottes Liebe zu verströmen und vertrauensvolle Beziehungen aufzubauen. Und dann haben wir alles Mögliche gemacht. Wir haben im Regen gesungen und getanzt, wir haben Erdbeeren verteilt, wir haben die Free Hugs Aktion durchgeführt, wo man Menschen anbietet, sie einfach mal so zu umarmen, was man im Moment natürlich nicht kann, aber was nach dem Shutdown wieder möglich ist. Das waren alles so Aktionen, die wir auf der Straße gemacht haben, mit denen wir auf der Straße Freilassung ausgerufen haben. Wir haben Dinge getan, die uns Spaß gemacht haben. Man kann öffentlich einfach die Bibel vorlesen, man kann Theater spielen, man kann Musik machen, man kann Gespräche führen, die zeugnishaft die Freilassung zum Thema haben und nicht Sünde, Tod und Teufel, sondern das eigene Freilassungsgefühl. Darum geht es in diesem Dienst. Und wenn sich auch Menschen nur mit mir darüber freuen und sagen, ach, das freut mich aber für sie, dass sie sich so frei fühlen. Oder wenn sie sagen, Mensch, ich habe selten so einen freien, fröhlichen Menschen getroffen. Wenn sie solche Dinge sagen und sich nicht bekehren, dann ist das okay. Dann segnet man sie, nachdem man es erzählt hat, oder sagt ihnen, dass man ihnen eine solche Erfahrung auch wünscht. Oder man fragt einfach, ob sie das vielleicht auch selber schon in ähnlicher Weise kennengelernt haben. Und wenn ja, wenn sie das in ähnlicher Weise kennengelernt haben, dann setzt man da an und freut sich mit ihnen darüber, über ihre Erfahrung. Und macht sie ihnen nicht madig, um Jesus irgendwie besser dastehen zu lassen, weil man denkt, dass sie sich ja sonst nicht bekehren. Es ist in dieser ganzen Sache nicht unsere Verantwortung, die Gefangenen in eine bestimmte Richtung zu drängen. Denn glauben wir allen Ernstes daran,
dass Menschen zu Jesus kommen oder Lust haben, uns in der Gemeinde zu besuchen, wenn wir sie runterputzen und ihnen ihren sowieso schon mageren Spaß auch noch malig machen, wenn wir Hölle und Verdammnis über ihnen ausschütten. Also ich glaube das ganz bestimmt nicht und meiner Erfahrung nach ist es auch nicht so. Aber wenn wir den Gefangenen öffentlich Freilassung ausrufen und das fröhlich tun, wenn wir Spaß dabei haben und wenn wir auch anderen Freude damit bereiten, dann ist es doch so, dass wir das so machen, dass wir eine Verbundenheit zwischen den Menschen und uns herstellen und keine Kluft aufreißen. Wir stellen eine Beziehung her, eine Verbundenheit. Wir machen ihnen Beziehungsangebote, denn wir wollen sie doch schließlich einladen und wir wollen sie nicht abschrecken. Und da fangen wir am besten eben mit etwas Positivem an. Es geht um Segen. Die Botschaft ist, es ist Gnadenzeit. Ja, ihr fühlt euch vielleicht schuldig, ihr fühlt euch vielleicht fern vom Leben, ihr fühlt euch irgendwie unbefriedigt und ja, wahrscheinlich seid ihr auch genauso schuldig, wie wir auch schuldig sind. Und dennoch seid ihr frei durch das Ostergeschehen. Gott selber hat eine Generalamnestie für alle erlassen. Das ist unser Job, das sollen wir ankündigen. Was die Menschen, die das hören, damit machen und inwieweit die Gefangenen die Freilassung in Anspruch nehmen und umkehren bzw. heimkehren, das ist zunächst einmal ihre eigene Sache. Wir sollen die Freilassung nur ausrufen. Und ich weiß, das ist eine schwierige Situation, das muss man aushalten können. Ja, das ist eine Situation für uns, die wir Freiheit schon angenommen haben, die oft genug total gespenstig und schwer zu ertragen ist. Und da geraten wir oft in Versuchung, dem lieben Gott nachhelfen zu wollen. Die Freiheit ist da, wir haben sie laut ausgerufen, aber trotzdem glauben es nicht alle. Viele haben sich mit den Fleischtöpfen Ägyptens arrangiert, bleiben grundlos in der Gefangenschaft. Und es ist gerade so, als würde man durch ein befreites Land fahren und überall würden Menschen noch in Sträflingskleidern herumrennen. Zu Hause würden sie eine Eisenkugel aufbewahren, die sie immer wieder sonntags wie einen Ehrenschmuck anzögen. Und wenn du glaubst, dass das ein total verrücktes Bild ist, dann schau dir einfach mal nachmittags so ein paar Talkshows an. Dann siehst du, dass viele Menschen eben gerade so mit ihrer Gefangenschaft umgehen und ihre Ketten und Kugeln öffentlich zur Schau stellen, wie eine Ehrenauszeichnung und dafür auch noch Ruhm ernten. Und da muss man ja irgendwie einfach schreien. Und ja, man muss das. Aber man muss nicht mit Hölle und Verdammnis schreien, sondern weil man selber daran verzweifelt, dass die Botschaft nicht angenommen wird, sondern man muss mit Lust und Leidenschaft die Freilassung ausrufen. Und dann muss man anerkennen, man kann Menschen nicht zu ihrem Glück zwingen. Auch wenn man das noch so gerne möchte. Also müssen wir einfach weitermachen und werbend schreien wie ein Marktschreier und die gute Botschaft anpreisen, sie den Menschen schmackhaft machen, unserer Nachbarschaft von Jesus vorschwärmen, sodass man Lust darauf bekommt, es auszuprobieren. Alles, was mit Druck aufbauen und Angst machen und Manipulation auch nur im Entferntesten zu tun hat, ist nicht von Gott. Das hat er nämlich erstens nicht nötig und es entspricht zweitens nicht seinem Wesen. Ja, er legt uns Leben und Tod vor und fragt uns, wofür wir uns entscheiden wollen. Das tut er, so wie er auch den Kranken fragt, was er denn nun eigentlich wirklich für ihn tun soll. Aber er lässt uns immer die Freiheit zu entscheiden. Und er lässt uns dann auch gehen. Und ich glaube, gerade diese Freiheit, sein Angebot nicht anzunehmen, genau die ist es, die Menschen in Scharen in Gottes Arme treibt und an sein Herz zieht. Likro lishbuyim deror. Gott hat uns gesalbt und ausgesandt, den Gefangenen weggeführten die Freiheit auszurufen. Und um den Rest kümmert sich der Chef schon selber. Amen. So, jetzt ist der Martin wieder dran.
Die Stummschaltung ist aktiviert. Die Stummschaltung ist aufgehoben. Ich muss man auch selber wieder drum gehen. Dankeschön. Bitteschön. Wieder mein Bildschirm.